Hallo, ihr anderen Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid gegrüßt. Und heute geht es um das Thema Chakra und die Frage: Ist das ein effektives Tool? Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, von Anfang an, man möge es mir verzeihen, falls ich den Namen falsch ausspreche, aber Chakra ist kein wirklich einfacher Name. Dennoch handelt es sich hier um ein Videotool, was ich dir vorstellen möchte. Und gegebenenfalls ist das die richtige Lösung für dich, um letztlich dein Videomarketing voranzutreiben, um letztlich deine Ziele zu erreichen. Chakra wurde 2010 gegründet und hat seitdem wirklich eine große Nutzerbasis aufgebaut. Es wird auf der ganzen Welt letztlich verwendet. Und dennoch haben wir hier einen kleinen Exoten. Bei den Tools, die ich dir bisher vorgestellt habe, ist die grundlegende Funktion oder die grundlegende Funktion diese, dass du deine Videos hochlädst, diese bearbeiten kannst mit den verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten der Tools, um letztlich natürlich dafür zu sorgen, dass deine Marketingziele erreicht werden. Bei diesem Tool ist es etwas anders, deswegen Exoten. Hier ist es letztlich so, dass ich die Plattform Chakra auf Unternehmen und Vertriebler so ein bisschen spezialisierter. Das heißt, du musst bei diesem Tool keine Videos erstellen, denn ohnehin kannst du deine Videos nicht hochladen. Du musst auch keine eigenen Videos drehen. Hier ist es letztlich so, dass du wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und Nischen Videovorlagen bekommst. Das heißt, die Videos sind alle soweit schon fertig. Du hast dann halt die Möglichkeit, die Videos dementsprechend für dich anzupassen. Und kannst die dann natürlich für deine Marketingstrategie verwenden. Die Frage ist jetzt natürlich, ist es ein großer Vorteil? Ist es vielleicht auch ein Nachteil? Der Vorteil ist natürlich für all diejenigen, die kamerascheu sind oder vielleicht einfach nicht das Equipment haben, um eigene Videos zu erstellen, für die ist dieses Tool absolut genial, denn du kannst, wie gesagt, die Videos, also die ganzen Vorlagen, die du dort hast, kannst du letztlich für dich anpassen und dann für dich nutzen. Nachteil kann natürlich sein, und das geht natürlich an die spezifische Gruppe, die zum Beispiel eigene Produkte erstellt hat, also eigene Kurse, eigene Dienstleistungen, Bücher. Da ist es natürlich so, dass du auf Chakra keine Möglichkeit hast, dort Videovorlagen zu finden. Das heißt, du musst in ddem Fall auf eher generische Videos zurückgreifen, diese dann anpassen. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Online-Marketing beschäftigt, der generische Part ist in den seltensten Fällen zielführend, ne, weil du halt extrem viele dann dadurch ansprichst. Und das kann in dem Fall nicht so effektiv sein. Dennoch schauen wir uns jetzt mal noch ein paar Vor- und Nachteile an. Nachteil ist natürlich, dieses Tool gibt es nicht umsonst. Ja, und die Höhe, es gibt verschiedene Preismodelle. Du hast auch die Möglichkeit, eine kostenlose Variante zu nutzen. Aber du weißt, wie es ist, wenn du eine kostenlose Variante nutzt oder wenn du die kostenlose Variante nutzt, dann bist du in den Funktionen eingeschränkt. Somit bist du in deiner Anpassungsfähigkeit der Videos eingeschränkt. Und die Kosten können natürlich je nach Plan variieren und variieren auch nach Länge der Nutzung, wie du diese Plattform letztlich nutzt. Das heißt also, das solltest du in deiner Budgetplanung unbedingt mit einplanen. Des Weiteren kommt dazu, zwar hat Chakra eine benutzerfreundliche Oberfläche, du kommst auch als Anfänger relativ schnell klar und dennoch ist es letztlich so, dass du bei den fortgeschrittenen Funktionen, wenn du dich also dafür entschieden hast, einen nicht kostenlosen Plan zu verwenden, dass du diese dann bekommst und da musst du dich natürlich dann erst reinfuchsen. Das bedeutet, dass du gerade zum Anfang ein bisschen mehr Zeit aufwenden musst, um diese Funktion zu verstehen und richtig anwenden zu können. Bedeutet, das hat so ein bisschen für und wider. Das heißt, in dem Augenblick, wo du diese Plattform nutzt, sparst du Zeit, weil du keine eigenen Videos drehen musst. Diese verbrauchst du dann aber in dem Augenblick, wo du dann die fortgeschrittenen Versionen, nicht Versionen, sondern Funktionen lernen musst. Und klar, du musst natürlich mit jedem Tool erstmal lernen, umzugehen. Bei Chakra ist es letztlich so, und das habe ich dir unten in dem Blogbeitrag verlinkt, den ich dir in der Beschreibung gepackt habe. Dort gibt es einen hauseigenen Blog. Dort hast du dann viele Tipps und Tricks, wie du letztlich bestimmte Funktionen nutzen kannst, wie du deine
Videos anpassen kannst und welche Anpassungsmöglichkeiten du wie nutzen kannst. Das heißt, es unterstützt natürlich ein Stück weit deine Lernkurve. Wie gesagt, der größte Punkt, den du auf jeden Fall in deinem Entscheidungsprozess mitbedenken musst, sind natürlich die Kosten. Und ob dieses Tool wirklich effektiv für dich ist, wenn du eigene Produkte erstellt hast, denn dann musst du letztlich auf generische Videos zurückgreifen. Vielleicht ist es für dich dann besser, dass du generell auf andere Tools gehst, wo du von Anfang an quasi deine Videos bearbeiten kannst. Das heißt also hochladen, einfügen, wenn es jetzt ein lokales Tool ist, und dann für dich anpassen kannst, wie du es für dich brauchst. Dennoch hat die Plattform natürlich auch Vorteile. Zum einen ist es natürlich diese riesige Vorlagenbibliothek, die nach Bereiche und Nischen wählbar ist. Du hast viele, viele Anpassungsmöglichkeiten von Texten über Grafiken bis hin zu Soundeffekte und Musik. Des Weiteren hast du hier halt auch die Möglichkeit, dadurch, dass dieses Tool webbasiert ist, du kannst deine Projekte letztlich in Echtzeit teilen. Du kannst mit deinem Team von überall aus auf deine Projekte zugreifen und zudem hast du auch noch eine Integrationsfunktion. Das bedeutet, du kannst aus Chakre heraus direkt auf verschiedene Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram letztlich deine Videos posten, was natürlich deine Reichweite unterstützt und letztlich dazu beitragen kann, dass nicht nur deine Reichweite steigt, sondern auch deine Conversion, Schrägstrich, Umsatz, Schrägstrich, Leads, was auch immer letztlich dein Ziel mit deinem Videomarketing ist. Zusammenfassend kann man sagen, es ist auf jeden Fall eine interessante Option. Interessant deswegen, weil du keine eigenen Videos erstellen musst. Ja, du kannst die Vorlagen für dich anpassen. Interessant auch für diejenigen, die kamerascheu sind oder eben gar kein Equipment haben und trotzdem Videomarketing machen wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, sage ich jetzt mal, ein Stück weit einschränkend. A, das Budget. B, die Lernkurve, die mitunter für den einen oder anderen natürlich ein bisschen stärker sein kann, wenn du dich mit den fortgeschrittenen Funktionen auseinandersetzt. Ich denke aber so, der größte Punkt ist, wenn du zu denen gehörst, die eigene Produkte erstellen, egal um was es sich letztlich dabei handelt, kann dieses Tool die falsche Wahl sein. Und dann solltest du gegebenenfalls auf Tools, die lokal auf den Rechner installiert werden, zurückgreifen, denn dort kannst du letztlich deine Videos so erstellen, wie du es gerne haben möchtest. Und natürlich auch produktspezifisch arbeiten. Ich kann dir bloß den Tipp geben, schau dir das Tool auf jeden Fall an, nutze dazu meinen Blogbeitrag, den ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, dort habe ich dir noch ein paar Fakten mit reingeschrieben. Und dann schaust du ganz einfach, ob Chakre zu deiner Marketingstrategie, zu deiner Videomarketingstrategie passt oder eben nicht. Und bedenke dabei natürlich in deinem Entscheidungsprozess natürlich auch den Kosten- und Nutzenfaktor. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, folgende Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denk immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Chakre, effektiv im Videomarketing?